Und der hat dann so auf wichtig getan. Ihr kennt ja die Leute. Also, meiner Meinung nach, ja, diese Leute. Sowieso alles seine Meinung. Er hat noch nie was vom Koran gelesen. Dann sagt er, dieser Koran, da sind nur gefährliche Eier in allen 256 Sura. Und Abu Hussein musste lachen. Schaut mal, Experte. Wer ist heute ein Experte? Sowieso, wenn du gegen den Islam bist, dann hast du die beste Voraussetzung geschaffen für einen Experten. Ha? Und wenn du den Islam noch abgrundtief hast, dann bist du Professor. Das ist ihr Maßstab, liebe Geschwister. A'udhu billah. Nein. 114 Sura hat der Koran. Er fängt an bei Al-Fatiha und er geht bis An-Nas. Wer jetzt die Frage beantwortet, kriegt von mir eine Parfümflasche. Wer möchte eine? Tayyip. Inshallah, ja Rab. Wird teuer hier mit euch. Wie viele Ayat hat der Koran? Wir haben doch eine Regel, die machen wir immer auf der Deutschlandtour. Was ist die Regel? Keiner antwortet, bevor die Frage, nicht zu Ende gestellt wurde. Ich frage die Frage nochmal. Wie viele Ayat, Hand runter. Wie viele Ayat hat der Koran? Omar. 6.000. Falsch. 6.366. Falsch. 6.666. Subhanallah, du warst so nah dran an Golden Sand. 6.600 dann. Nein. 6.666. Nur noch eine Antwort. Wie viel hast du gesagt? Woher kommst du? Ich sehe dich zum ersten Mal. Ja? Der Bruder ist gut. Alhamdulillah. Guter Bruder. Ihr hättet mir eine Frage stellen sollen. Welche Frage? Na? Auf Bismillah eingeschossen? Nein, 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 nein. Die Frage wäre, nach welchem Maßstab wir die Ayat nehmen? Nach Warsch oder? Von Ahlul Kufa. Von Ahlul Kufa ist der Koran, wie viele Ayat? 6.602 und? Wer jetzt das Richtige sagt, kriegt wirklich die Flasche. 6.602 und? Shadi? 30. Wisst ihr was? Ihr kriegt gar nichts mehr von mir. Ihr kriegt keine Flasche mehr von mir. 6.632. Hab ich gesagt. Wann? Zum letzten Mal, wo du gesagt hast, vorbei. Ja. Da bleibt ja keine andere Zehnerzahl mehr übrig. 6.632, das ist nach Berechnung von Ahlul Kufa. So viel Ayat hat der Koran, liebe Geschwister. Und die Gelehrten sagen, der Koran wurde mit 55 weiteren Namen bekannt. Nochmal eine neue Chance auf Parfüm. Der Koran wurde mit 55 weiteren Namen bekannt. Natürlich aus den Beweisen von Koran und Sunna. Wer nennt mir drei Namen vom Koran, die bekannt sind als Ersatz für den Namen Koran? Das sind von den authentischsten Namen. Na, Hasan. Al-Furqan, Al-Kitab, MashaAllah, unser türkischer Bruder ist auf dem D-Zug. Und? Ja, er hat recht. Er hat recht, subhanallah. Al-Furqan, Al-Kitab, Al-Quran. Wenn du mir zwei weitere nennst, dann kriegst du auch eine Parfümflasche. Die haben wir schon. Nein. Er war so aufgeregt wegen dem Parfüm. Welche zwei Namen noch? Na? Aziz? Was hat Aziz mit Koran zu tun? Die Worte sind Aziz, natürlich. Na. Das sind Eigenschaften. Ja, manche Gelehrte haben auch die Eigenschaften aufgezählt und dann kamen sie über 90 Namen. Aber wir wollen nur die Namen vom Koran. Na. At-Tanzil und? La. Inna nahnu, das ist für Fatiha. Na. Al-Dhikr. Wollen wir Shadi eine Parfümflasche geben? Ja, sagt er selber. Bei. Inshallah, Abu Bakr, Shadi kriegt eine Parfümflasche. Und wer war der andere? Hasan. Du kriegst. Und Hasan, inshallah. Aber bitte nimmt von den Billigen. Der erste Monat ist schon vorbei. Auf jeden Fall. Tay. Der Koran ist in welcher Sprache herabgesandt worden? Auf
Bilal? Arabisch. Arabisch, aber du kriegst kein Parfüm. Das ist sehr leicht. Das ist sehr leicht. Der Koran ist auf Arabisch herabgesandt worden. Das heißt, niemand von uns hat das Recht, den Koran in einer anderen Sprache zu rezitieren, als auf Arabisch. Man hat gehört von einer Person in England, er hat die Fatiha auf Englisch gelesen. Auf Englisch. All praise be to Allah. Was ist das? Das ist nicht die Sprache, in der Allah subhanahu wa ta'ala seinen heiligen Koran herabgesandt hat. Oh Wallahi, mit welcher Sprache kann man so die Tajweed-Regeln einhalten wie mit dem Koran? Bitte sagt mir das. Können wir das mit Deutschen machen? Und diejenigen, die nicht an unsere Offenbarung, Offenbarung glauben, wir können das nicht. Das geht nur mit dem Arabischen, liebe Geschwister. Wallahi, diese arabische Sprache ist eine ganz besondere Sprache. Schaut mal nur ein Beispiel. Wenn man den gesamten deutschen Wortschatz nennt, nicht von einem Weddiger Junge oder von einem Kreuzberger Junge, wir reden von einem, der etwas die deutsche Sprache kann. Es gibt 200.000 Wörter insgesamt in der deutschen Sprache. Auf Arabisch gibt es das Zehnfache, 2 Millionen bis sogar 4 Millionen sagen. Welche Sprache ist arm und welche Sprache ist reich, liebe Geschwister? Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt uns im Koran, Kitabun anzalnahu ilayk mubarak. Dies ist ein gesegnetes Buch, das wir zu dir, ja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, offenbart haben, herabgesandt haben. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala weiter? Liyadabbaru ayatihi wa liyadzakkara ulul albab. Damit diejenigen, die Verstand besitzen, die was besitzen, die Verstand besitzen, darüber nachdenken. Und wallahi, es ist dir nicht erlaubt, den Koran einfach so zu lesen, ohne darüber nachzudenken. Denn welchen Nutzen solltest du davon haben? Allah Azza wa Jal, er sagt über diejenigen, die nicht über den Koran nachdenken, weil wie viele von uns lesen den Koran, aber sie verstehen kein einziges Wort. Allah Azza wa Jal sagt, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Hier sagt Allah Azza wa Jal, warum studieren sie nicht den Koran? Sind auf ihre Herzen Schlösser gelegt, sodass sie nicht verstehen? Ha? Schaut mal, liebe Geschwister, wie die Salaf umgegangen sind mit dem Koran. Sie sagen, ein Berichterstatter sagt, كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. Die Salaf, sprich Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib und die geehrten Sahaba, sie haben immer nur 10 Ayat gelernt, bis sie nicht nur gelernt haben, sondern auch praktiziert, umgesetzt haben. So haben sie diese 10 Ayat nicht überschritten, bis sie praktiziert haben. Erst dann haben sie wieder neue 10 Ayat gelernt. Und sie sagen, wir haben den Koran gelernt, das Wissen und das Praktizieren. Alles zusammen. Und subhanallah, sehen wir nicht, liebe Geschwister, in der heutigen Zeit, dass die Menschen, die auch den Koran rezitieren, gar nichts vom Koran verstehen. Er wird rezitiert, der Koran, vor anderen Menschen, als wäre das ein Lied, vor einem Publikum von Leuten, die einfach nur was nachhören, der Stimme. Und nicht den Worten Allahs, subhanahu wa ta'ala. Man legt sich den Koran heute als Schutz neben den Kopfkissen, um geschützt zu sein. Oder man hängt ihn im Auto als Amulett und man hat niemals im Koran nachgelesen, was darin steht. Oder man liest den Koran, wenn jemand stirbt, obwohl Allah subhanahu wa ta'ala über diesen Koran sagt, لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ الْقَوْلِ عَلَى الْكَافِرِينَ.
Allah subhanahu wa ta'ala sagt, damit er mit dem Koran, wen waren diejenigen, die lebendig sind? Und damit diejenigen, die Kuffar sind, das bekommen, was ihnen vergelten werden soll. Subhanallah. Diese Ayah ist in Surah Yasin. Ist in Surah Yasin, liebe Geschwister. Wir sehen, dass die meiste Surah, die über die Toten gelesen wird, welche Surah ist? Na? Surah Yasin. Aber du merkst, obwohl sie das lesen, haben sie selber diese Ayah da drin gelesen. Sie haben sie nicht mal verstanden. Allah sagt, damit wir damit jemanden warnen, der was lebendig ist, über den du gerade den Koran liest, der ist tot, tot, tot. Und Allah wird ihn nicht wieder zur Welt zurück. In dieser Erde hat er sein Leben beendet, liebe Geschwister. Das Leben im Diesseits ist vorbei. Das Leben im Diesseits ist vorbei. Deswegen, dieser Koran ist für uns einfach nur, damit wir ihn umsetzen. Denn wie sollten wir, liebe Geschwister, sonst bessere Menschen werden? Und jeder von uns sollte wissen, derjenige, der den Koran vernachlässigt, Allah Azza wa Jal wird ihm, wal-iyadu billah, abirren lassen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دُنْكَ. Derjenige, der sich von unserer Ermahnung, was vom Koran, derjenige, der sich vom Koran abwendet, so werden wir ihm ein enges Leben führen. Die Gelehrten sagen, manche im Diesseits schon ein enges Leben und manche im Grab. Beides sind schreckliche Ereignisse, liebe Geschwister. Und subhanallah, ich selber hatte einmal einen Besuch von einer Person, er wollte einen Rat von mir haben. Und zwar hat er mir gesagt, Ahmed, ich werde innerlich gequält. Ich werde innerlich gefoltert. Ich habe nicht verstanden, was er meint. Er hat mir gesagt, der Tod wäre mir lieber als in so einem Zustand. Dann habe ich verstanden, als er diese Worte gesagt hat. Als erstes habe ich ihn gefragt, was denkt ihr? Hä? Siehst du, oder? Na, betest du? Denn was beten wir im Gebet? Vom Koran. Er sagte natürlich, nein. Dieser Mann, wallahi, wenn du ihn von außen siehst, du sagst, alles ist in Ordnung. Aber drinnen, wal-iyadu billah, wird er tatsächlich gequält. Er hat schlaflose Nächte hintereinander. Warum? Alles nur aus einem Grund. Er entfernt sich vom Dhikr von Allah. Und schaut mal, obwohl die Leute dann zugeben, dass sie sich nicht mit dem Buche Allahs beschäftigen, in keinster Weise, trotzdem fahren sie fort, diesen Weg weiterzulaufen. Und noch schlimmer, manche haben die Worte Allahs gelesen und sie haben etwas vom Koran verstanden und dann verlassen sie diesen Koran, als hätten sie ihn niemals gelesen. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jal sagt, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِيمٌ. Und wer sich vom Gedenken Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala, abwendet, dem werden wir einen Shaitan als Begleiter bringen, der ihm die ganze Zeit über begleitet. Bis er wird wie sein Shaitan. Allah musta'an. Und sehen wir nicht, dass manche Leute, wallahi, so verdorbene Vorstellungen haben in ihrem Leben, dass man sie eigentlich nur noch Shaitan nennen könnte. Warum? Weil sie haben die gesamte Zeit die Begleitung von Shaitan. Also sind sie geworden wie Shaitan. Deswegen, liebe Geschwister, dieses Buch muss als ein heiliges Buch von uns empfunden werden und wir dürfen uns mit keinem Buch so äußerst intensiv beschäftigen wie mit dem Koran. Habe ich etwas Gutes gesagt? Ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt? Ist es von mir und von Ash-Shaytan? Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.